Direkt im Schatten der Nürnberger Burg in der Schmiedgasse am Tiergärtner-Torplatz liegt der historische Kunstbunker. Hier unter dem Burgberg, im nördlichen Teil der Sebalder Altstadt, befinden sich riesige Kelleranlagen aus dem Mittelalter. Dort wurde bereits seit dem 14. Jahrhundert Bier eingelagert. Schon kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte man begonnen, große Teile dieser Felsenkeller als Luftschutzräume für die Bevölkerung auszubauen und begonnen, eine Kunstbergungsanlage einzurichten. Ein ausgeklügeltes System zur Beheizung und Belüftung wurde eingebaut, um Kunst- und Kulturgüter vor Bomben, Feuer und Plünderung zu schützen und sie so für nachfolgende Generationen zu bewahren. Eine solche Kunstbergungsanlage war damals in Deutschland einzigartig. Und deswegen wurden dort bedeutende Kunstwerke aus dem ganzen Reich eingelagert. Wie der Krakauer Marienaltar von Veit Stoß, den die Nazis nach der Eroberung Polens dort geraubt hatten. Und natürlich die bedeutendsten Nürnberger Kunstschätze. Darunter das Männleinlaufen der Frauenkirche am Hauptmarkt, der Engelsgruß des Veit Stoß aus der Lorenzkirche, der Beheimsche Globus und Bilder von Albrecht Dürer, die sich heute wieder im Germanischen Nationalmuseum befinden. Auch die Reichskleinodien waren dort unten versteckt. Der Kronschatz der deutschen Kaiser des Mittelalters. 350 Jahre in Nürnberg gehütet, unter Napoleon nach Wien geraten, 1938 nach dem Anschluss Österreichs wieder nach Deutschland geholt und nach Kriegsende wieder nach Wien verbracht. Heute befinden sich detailgetreue Kopien im Stadtmuseum Fembohaus. Heute kann man den Ort, an dem die heilige Lanze der mittelalterlichen Kaiser nebst Krone und Zepter eingelagert war, täglich im Rahmen von Führungen besuchen. Große Teile der technischen Einbauten im Kunstbunker sind noch heute zu sehen. Eine Fotodokumentation sowie originale Bild- und Tonaufnahmen erinnern an die Bombenangriffe. Bei den Führungen wird auch der Wiederaufbau Nürnbergs thematisiert. Neben dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und dem Memorium Nürnberger Prozesse ist der historische Kunstbunker ein weiterer Lernort, an dem der Besucher Geschichte und Folgen des Dritten Reiches am authentischen Ort erleben kann.